Ich bin ich und ich produziere Eis. Ja, das habe ich schon vor 25 Jahren einmal gemacht, kurz. Und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich wieder. Und das Mal mache ich es halt etwas größer und etwas intensiver. Ja, und aus dem entstand es wieder. Als wir begonnen haben mit dem Eismachen, habe ich auch gesagt, ich will kein italienisches Eis machen, weil ich bin kein Enrico, ich bin kein Giovanni. Das geht optisch schon nicht. Ja, also als Italiener gehe ich nicht unbedingt durch. Also muss ich einen eigenen Weg gehen, wo ich dahinter stehen kann, wo ich in der Früh aufstehe und sage, das bin ich, das funktioniert. Wie in jedem Job ist gutes Werkzeug die halbe Arbeit. Eine gute Gastronomieerstattung ist immens wichtig, sowohl hier in der Gastronomie, in der Küche, wie auch bei uns im Eislabor, in der Produktion. Das heißt, der Zugang zu dem Menschen, mit dem ich das mache, das ist ein irrsinniges Vertrauensverhältnis. Alle Dinge, die wir in der Zeit, in der wir produzieren, mit der Firma Stöllner gemacht haben, haben hundertprozentig funktioniert. Wir haben noch nie irgendein Problem gehabt damit. Und deswegen gehen wir den Weg auch weiter. Ich glaube, für mich liegt der Fokus am ersten darauf, dass die Marke wirklich ihren Coolness-Faktor, den sie jetzt am Anfang natürlich hat, auch behält und wir den ausbauen können. Und für mich soll es mit Hell, wenn ich es jetzt wirklich überzeichne, das Red Bull vom Eis werden.